Letztes Jahr hat es Wolves nicht mal in den Gauntlet geschafft. In diesem Jahr wollen wir in die Top 5. Hey, kannst du nicht aufpassen? Was ist sein Problem? Wir könnten dieser in die Ravenwest besiegen. Glauben Sie, ein Team wie Seneca hat eine Chance gegen Nathan McCain? Höchstens mit zwei Yume Tanakas. Die Teams müssen hier mit beiden Wagen alles geben, um eine Chance zu haben. Aber wenn der Neuling gut ist, dann... Nur zu, Baby. Dafür sind wir hier. Dieses Jahr lautet Senecas Ziel, vor Wolves zu landen. Aber jetzt, da es so gut für sie läuft, sollten sie ihre Ziele vielleicht etwas höher stecken. Und bei Grid ist niemand so weit oben wie Ravenwest. Rivalitäten sehen wir immer gerne. Freundschaftliche wie die zwischen Wolves und Seneca oder auch nicht so freundschaftliche wie zwischen Ravenwest und so ziemlich allen anderen. Und ich glaube, Ravenwest wird merken, dass es gefährlich wird. Wolves und Seneca sind dieses Jahr erst in die Profiliga aufgestiegen und übertreffen jetzt schon alle Erwartungen. Sie könnten sogar beim Gauntlet dabei sein. Das einzige Punkt ist für das Team heute müssen. Viel Glück, 22. Du musst mindestens auf Platz 4 abschließen. Viel Glück. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereicht.
Zeit 1:54,4. Nach all der Kritik, die sich Marcus Hedorf wegen seiner riskanten Personalstrategie